medication, and we don't need no thought control. No doctor has a man in classroom teacher, leaving kids alone. Hey, all in all, it's just another. Yeah! Oh, yeah! Vielen Dank, danke schön! Danke schön! Guten Abend, liebe Zuschauer. Guten Morgen, liebe Studenten. Herzlich willkommen zu Ebert und Hirschhausen, der dritte Bildungsweg. Die Sendung, die viel verbindet. Kabarett und Wissenschaft, Flüssiges und Überflüssiges, Medizin und Physik, um nicht zu sagen Urinstein und Einstein. Ja, unser Thema heute, Wasser. Wenn wir getauft werden, bekommen wir Wasser auf den Kopf. Wenn wir beerdigt werden, spritzt der Priester uns Weihwasser ins Grab. Wasser begleitet uns unser gesamtes Leben lang. Wasser ist Leben. Gut, die Passagiere der Titanic haben das wahrscheinlich ganz anders gesehen. Wie immer beim dritten Bildungsweg steht mir mein Kollege treu zur Seite. Und Wasser ist eigentlich sein Thema. Denn kein Wässerchen kann seine Laune trüben. Frauen bekommen bei seinem Anblick wässrige Augen. Sein Blick ist so tiefgründig wie der Pazifik. Bitte begrüßen Sie den feuchten Traum der WDR-Zuschauer, Dr. Eckart von Hirschhausen. Sehr schön. Hallo. Und? Ach, was für eine schöne Anmoderation. Ja. Passend. Im Ozean Blau. Aquarell. Halten Sie sich fest, der Mensch besteht zu über 70% aus Wasser. 10% mehr und wir ertrinken. Ach. In uns selber. Ja, damit ist der Mensch flüssiger als ein trockener Martini-Cocktail mit Gin. Ja. Denn der besteht nur zu etwa 65% aus Wasser. Und damit werden wir uns heute eingehend beschäftigen, warum alle denken, sie trinken zu wenig und warum das medizinisch gesehen völliger Unsinn ist. Wir beschäftigen uns heute auch mit allen Aspekten des Wassers. Und hier ist meine Wasserstoffblondine aus Österreich. Meine Assistentin und Ehefrau Valerie Bolzano. Eckart, ich habe dich vorhin gehört, wenn man gar nicht so viel trinken soll, ja. Wie kommt denn die ganze Flüssigkeit in den Körper? Na, erstens wird bei der Verbrennung von den Kalorien ja auch wieder Wasser freigesetzt. Das heißt, man muss gar nicht alles Wasser, was der Körper braucht, von außen zuführen. Zum Zweiten enthalten ganz viele Lebensmittel sowieso viel Wasser. Zum Beispiel so eine Tomate aus Holland, die besteht rund zu 98% aus Wasser. Die enthält streng genommen sogar mehr Wasser, als Tomatensaft Wasser enthält. Das heißt, ich muss jetzt zur Tomate was essen und zum Tomatensaft was trinken. Das klingt verwirrend, aber... Ist so. Ja, na, eigentlich, schon, eigentlich ja. Ist es eh besser, ernährungsphysiologisch, du isst einfach das Gemüse, wie es ist. Ja, aber ich finde Tomaten roh so matschig. Blech. Ja, aber da gibt es ja jetzt auch so eine Neuentwicklung aus Holland. Ich habe einmal ein Prototyp dabei. Pass mal auf, ich lege mal das Tablett hier unten hin. Und dadurch, dass ich die jetzt in der Hand hatte, sind ja. Meine heilenden Kräfte des Mediziners auf die Tomate übergegangen. Glaubst du nicht? Nee. Schau hin. Achtung. Wow, Eckart. Magic. Wahnsinn. Eckart. Du hast ja echt heilende Hände. Oh. Du, apropos, ich habe da am Rücken so eine Verspannung. Magst du mal Hände Klar. auflegen? Oh mein Gott. Ist so gut? Nein, ein bisschen tiefer. Ist gut. Wasser, ein spannendes Thema. Es gibt zum Beispiel ein Mineralwasser aus 10.000 Jahre altem gebrauten Gletschereis. 10.000 BC heißt das, für 25 Euro pro Liter. Was ich mich frage, wenn das Wasser wirklich 10.000 Jahre lang durchgehalten hat, warum steht dann auf der Flasche haltbar bis 31.08.2014? Vollkommener Quatsch. Ja? Aber ist das Luxuswasser denn wirklich besser? Wasser ist ja in reinem Zustand geruchs- und geschmacklos. Sie bezahlen also für etwas, das sie gar nicht schmecken wollen.
Unterschiedliche Geschmäcker kommen nicht vom Wasser, sondern von den unterschiedlichen Mineralien. Natrium, Kalium, Magnesium. Und wenn Sie sich so richtig einen reinpfeifen wollen, dann kaufen Sie Wasser aus Plastikflaschen. Da kriegen Sie noch eine ordentliche Portion Acetaldehyd dazu. Ja? Beim Leitungswasser ist ja entscheidend die Wasserhärte. Bei weichem Wasser liegt der Calciumcarbonatgehalt unter 1,5 Millimol pro Liter. In Köln, da haben wir schon 3,5 Millimol pro Liter. Das Kölner Wasser ist also so hart, da müssen Sie Ihre Dusche gegen Hagelschaden versichern. Eine Arschbombe vom Zehner tut in Köln in etwa doppelt so weh wie in Hamburg. Kein Witz, ja? Ich habe mal meine Studentin Bianca Hauder auf Exkursion geschickt, um herauszufinden, wie unser ganz normales Trinkwasser denn gewonnen wird. Es sieht vielleicht so aus, aber das hier ist kein Naturschutzgebiet, wo ich heute bin. Das hinter mir ist komplett alles künstlich angelegt. Ich bin heute an der Warnbach-Talsperre im Rhein-Sieg-Kreis. Und diese Talsperre ist dafür zuständig, dass rund 800.000 Leute jeden Tag die Zähne putzen können, jeden Tag eine Dusche nehmen können und auch Trinkwasser aus dem Hahn kriegen. Und ich gucke mir mal heute an, wie dieses Trinkwasser aus der Talsperre rauskommt und aufbereitet wird. Guten Tag, Herr Norbert Eckschlag. Sie sind der Herrscher dieser Trinkwassertalsperre. Ja, genau so ist es. Das ist ja schon sehr idyllisch hier bei Ihnen, aber trotzdem ist die ganze Sache sehr Hightech. Ja gut, das ist ja eine Trinkwassertalsperre. Man hat das Warnbachtal abgetrennt durch das Dammbauwerk, auf dem wir uns hier befinden. Ja, die Steine für diesen Damm hat man da hinten in dem Steinbruch gewonnen. Man hat dann hier außen eine sogenannte Außenhautdichtung angelegt, dass eben dieser Steinschüttdamm eben auch dicht ist. Und dann konnte man 41 Millionen Kubikmeter Wasser hier sammeln und einen See mit einer maximalen Tiefe von ungefähr 50 Metern herstellen. Haben Sie denn nicht einfach mal so zwischendurch auch Bock, sich hier an den Rand zu stellen und eine Arschbombe reinzumachen? Ja gut, wenn man das Wasser sieht, dann sieht es ja ganz appetitlich aus. Vor allem, wenn es dann ganz heiß ist, dann könnte man schon mal reinspringen. Doch. Aber Sie haben noch keinen Fuß reingesetzt? Nee, bisher noch nicht. In den ganzen Jahren, in denen Sie arbeiten? Nee. Wird's mal Zeit. Über den Grundablass und über den Entnahmeturm, den wir da vorne sehen, können wir Wasser aus der Talsperre rausholen. Ja, wir haben Entnahmehöhen in verschiedenen Tiefen, können uns immer das beste Wasser aussuchen. Und um all diese Betriebseinrichtungen eben zu erreichen, hat der Damm einen sogenannten Kontrollgang. Dieser Kontrollgang ist an der Nahtstelle zwischen dem Dammbauwerk und dem anstehenden Gebirge. Man kann über den Kontrollgang das Bauwerk kontrollieren, ob noch alles in Ordnung ist, kann eventuell auch Arbeiten durchführen von dort aus. Und Mitarbeiter von uns gehen täglich einmal durch und schauen nach, ob noch alles in Ordnung ist. Hier oben wird jetzt das Wasser also aufbereitet. Heißt das, da muss jetzt Chemie rein, damit es dann hinterher auch sauber ist? Nein, Chemie eigentlich nicht. Wir nutzen hier natürliche Prozesse. Wir nutzen hier Filtersand zur Filtration des Wassers. Da im Talsperrenwasser ganz viele, ganz kleine Teilchen sind, muss man dem Wasser erst ein Flockungsmittel zugeben. Die mit den Feinstoffen beladene Flocke, die kann ich dann auf so einen Sandfilter abfiltern. Das hier ist jetzt also das Wasser in dem großen Topf, was im Endeffekt dann aus meinem Wasserhahn in der Küche oder im Bad kommt. Ja, das ist das Endprodukt. Das fließt jetzt von hier aus über dicke Rohrleitungen im zweiten Gefäße Richtung Bonn und Richtung Rhein-Sieg-Kreis und kommt dann zu Hause aus Ihrem Wasserkran. Heißt, wir beide können uns das nächste Mal genau an dieser Stelle treffen zum Zähneputzen? Ja, ist ein bisschen schwierig, das Wasser hier rauszukriegen bzw. die Zahnbürste da ranzukriegen. Dann sind es halt doch die Badeklamotten und der See. Wenn es ein bisschen wärmer ist. Vielen Dank. Gerne. Ah. Meine Güte. Toll. Das wissen die wenigsten, wie wichtig Wasser sozusagen zum Leben ist, aber manchmal eben auch zum Tode. Zum Beispiel vor rund 50 Jahren konnte in Deutschland praktisch keiner schwimmen. Mhm. Rate mal, was das hier ist. Was glaubt ihr, hat man damit gemacht? Das ist aus einem medizinhistorischen Museum. Keine Ahnung. Also für mich schaut es aus, als wenn man damit Schlauchboote aufgeblasen hätte. Ja. Du denkst, so ein Rettungsboot? Ja. Nein. Ja. Also vielleicht so eine Wasserpfeife? Ja? Nein, um es hat irgendwas reinzupfeifen? Nee, nah dran. Es ist sozusagen gegen Wasserleichen, um genau zu sein. Es ist ein Tabakklistier. Tabakklistier? Schon mal gehört? Nee, das ist jetzt auch ein bisschen aus der Mode gekommen, aber tatsächlich hat man über Jahrhunderte in der Medizin ernsthaft geglaubt, dass Tabakrauch etwas Gesundes sei. Und tatsächlich hat man dann, wenn die Leute ertrunken waren,
gedacht, Mensch, jetzt ist die Lunge versperrt. Wie kriegt man die jetzt, die Lebensgeister, wieder inhaliert? Mhm. Und da hat man dann hier mit diesen verschiedenen großen Röhrchen eine Körperöffnung gefunden, die noch offen war. Ja. Und dann da Tabak rein. Hinten rein, also rektal appliziert, ja, sozusagen. Mhm. Lieferanteneingang, wie man in Köln sagt. Das gab's wirklich, ich denke mir das nicht aus. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir ein. Wir haben das in der Geschichte, im Geschichtsunterricht in Österreich natürlich auch gelernt. Im 18. Jahrhundert hat die Kaiserin Maria Theresia an allen Ortschaften entlang der Donau diese Dinge aufstellen lassen, damit man Ertrunkenen sofort erste Hilfe leisten kann. Das ist ja auch viel öfter passiert, weil es damals praktisch keinen Schwimmunterricht gab. Genau. Das war für die damalige Zeit in Österreich etwas sehr Fortschrittliches, das zu installieren. Das ist so eine Art Defibrillator der Frühmoderne. Ja. Ja, hat sich aber heute nicht durchgesetzt, also zumindest nicht im öffentlichen Bereich. Aber warum ich das so gerne zeige als Beispiel, es macht uns klar, in 150 Jahren werden die genauso über das lachen, was wir heute wichtig finden. Du meinst, die werden irgendwann mal drüber lachen, dass ich glaube, dass keltisches Regenwasser aus Wales gesünder ist als Leitungswasser aus Köln? Gut, da lache ich heute schon drüber. Also, ich schmecke den Unterschied. Ich schmecke den. Wissenschaft ist der aktuelle Stand des Irrtums. Wussten Sie übrigens, dass Wasser auf Keltisch Uiske, also Whisky, heißt? Wirklich. Und Wässerchen auf Russisch Wodka. Ja? Das Wort Wasser leitet sich vom althochdeutschen Wasar ab. Und das wiederum aus dem Indogermanischen. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser ist sogar in der Lage, längst erloschenes Leben wieder zu erwecken. Ja? Kennen Sie das noch? Das Yps-Gimmick Nummer 25 aus dem Jahre 1976. Das Pulver, aus dem Urzeitkrebse wachsen. Ha? Kennt das noch jemand? Die Urzeitkrebse, deren Eier können in trockener, sauerstofffreier Umgebung mehrere Jahre überleben. Tut man dann aber Wasser dazu, schlüpfen aus den Eiern diese kleinen Urzeitkrebse. Gehen wir mal ins naturwissenschaftliche Detail. Die chemische Summenformel von Wasser lautet, Sie wissen das bestimmt, Sie sehen, nein? Welche Wasser ist? H2O, genau, H2O, fantastisch, sehr schön. Machen Sie was im physikalisch-chemischen Bereich? Nein, okay. Ein Wassermolekül besteht also aus einem Sauerstoff und zwei Wasserstoffatomen. Ja, und die tun sich zu so einem flotten Dreier zusammen, kann man sagen. Also wie Eckart, Valerie und, gut, blödes Beispiel jetzt, ja. Und ich möchte Ihnen kurz mal ein bisschen dieses Wassermolekül näher zeigen. Und dazu brauche ich einen Freiwilligen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Vielen Dank. Ja, kommen Sie einfach mal nach oben. Wie heißen Sie denn mit Vornamen? Werner. Werner, fantastisch. Werner, haben Sie eine Ahnung, wie so ein Wasserstoffmolekül aussieht von der Gestalt her? Gott sei Dank nicht. Nicht, fantastisch. Dann muss man hier alles selber machen. Okay, passen Sie auf, ein Wassermolekül sieht so aus. So, machen Sie das mir mal nach, drehen Sie sich zum Publikum. So, hier das Sauerstoffatom, links und rechts die Wasserstoffatome. Bindungswinkel, kennen Sie den, Werner? Nein. Nein. 104,5 Grad, also ein bisschen weiter. Ja, fantastisch, sehr schön. So, und das Spannende an so einem Wassermolekül ist, Wasser hat drei verschiedene Freiheitsgrade. Das heißt, es schwingt auf drei verschiedene Arten. Und das demonstrieren wir Ihnen jetzt mal. Wir fassen uns an den Händen. So, also, Schwingung 1, eine symmetrische Streckschwingung. Toll, ja. Super. Schwingung 2, eine asymmetrische Streckschwingung. Und Schwingung 3, eine Knickschwingung. Vielen Dank, Werner. Super, danke schön. Super. Toll.
Super. Wasser ist also eine faszinierende Verbindung. Unsere Erde ist der einzige Ort in unserem Sonnensystem, an dem das Wasser in allen drei Aggregatzuständen vorkommt. Fest, flüssig, gasförmig. Und deshalb und nur deshalb gibt es Leben auf der Erde. Und um alle drei Aggregatzustände entbrennen ja schlimme Konflikte. Wer ist schuld am Schmelzen der Polkappen? Wie gewährleistet man die Trinkwasserversorgung in den Entwicklungsländern? Wer macht den nächsten Saunaaufguss? Riesengroße Probleme. Bei wie viel Grad gefriert Wasser? Wissen Sie das? Null. Null Grad Celsius ist falsch. Ist vollkommen falsch, ja. Forscher der Universität of Utah haben nämlich nachgewiesen, dass reines H2O, also ohne die Anwesenheit von sogenannten Kristallisationskeimen, das sind diese winzigen Fremdkörper, erst bei minus 48,3 Grad gefriert. Wenn Eis also gefriert, ist es nicht das Wasser, sondern der Dreck drin. Ja? Unser Körper produziert ja auch Wasser. Unter anderem Schweiß, Urin, Kondenswasser beim Atmen. Und diese Flüssigkeiten kann man sogar recyceln. Trinkwasser aus Urin zu gewinnen, ist ein hochtechnisiertes Verfahren. Umgekehrt geht es übrigens viel leichter. Ja? Tatsächlich gibt es auf der Internationalen Raumstation ISS einen Prozessor, der aus dem Schweiß und dem Urin der Astronauten Trinkwasser gewinnt. Ja? Jetzt kam man aber vor ein paar Jahren, kam da die Meldung, das Gerät funktioniert nicht einwandfrei. Ich als Astronaut würde jetzt sagen, definiere nicht einwandfrei. Und ob Urin ein ganz besonderer Saft ist, das weiß sicher unser Herr Doktor. Bühne frei für Eckart von Hirschhausen. Ja. Wenn unser Körper zu so hohem Anteil aus Wasser besteht, ist die ganze Medizin eigentlich zu erklären mit einer Balancelehre. Wie damals früher bei den alten Griechen, die haben die Humores genannt, die Balance der Körpersäfte. Und wenn man schlechte Laune hatte, ist einem die Galle übergelaufen zum Beispiel. Die gelbe Galle, die Chole, machten die Choleriker aus, die Melanchole, die Melancholiker, die eher Trübsinnigen. Und auch bis heute gilt es, Diabetes, griechisch der süße Durchfluss, ist ein Zeichen von Zuckerkrankheit. Und das erinnert mich so ein bisschen an meine ersten Lehr- und Wanderjahre als Medizinstudent. Da kam eine große Koryphäe der körperlichen Untersuchung auf uns zu und er hatte von einem Diabetiker so Urinproben dabei. Und er sagte, junge Kollegen, es braucht zwei Dinge für einen guten Arzt, Selbstüberwindung und gute Beobachtung. Er tauchte einen Finger ein, leckte ab und sagte, tun Sie mir nach. Rund ging die Urinprobe. Dann sagte er, ein Punkt für Selbstüberwindung. Kommen wir zur zweiten großen ärztlichen Tugend, genaue Beobachtung. Ich habe den Zeigefinger eingetaucht und den Ringfinger abgeleckt. Ja, so war das damals. Ja. Woran erkennt man aber tatsächlich einen Diabetiker? Das erste Zeichen ist, dass die Leute mehr trinken und mehr pinkeln müssen. Polyuri und Polydipsie. Nach diesem Kriterium alleine wären alle Models in Deutschland zuckerkrank. Aber es gibt noch weitere Hinweise. Denn die Idee, dass wir alle zu wenig trinken und unglaublich viele Schadstoffe aus uns ausschwemmen müssen, ist blanker Unsinn. Tatsächlich kann man Wasser von außen anwenden und von innen. Schauen wir mal, wie das damals losging. Da war Deutschland noch führend in der Medizin. Das waren so die ersten Kneippstationen. Und wie wir sehen, das hatte damals schon eher einen belustigenden Charakter, aber es hat auch gegen Fettleibigkeit damals schon nicht geholfen. Heute bin ich in die Apotheke und ich habe mehr Wasser gekauft. 20 Milliliter für rund 5 Euro. Ich bin jetzt kein Ökonom. Man sagt immer, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Aber wie kann eine Substanz, die 2/3 des Planeten bedeckt... Ich habe mir das mal so überschlagsmäßig ausgerechnet. Wenn ich in meinem nächsten Urlaub einfach mal in Ägypten so 3 PET-Flaschen abfülle, habe ich den Rückflug schon mitfinanziert, oder? Ich glaube, die Tatsache, dass man keine Wasserflaschen mit an Bord nehmen kann, hat gar nichts mit der Sicherheit an Bord zu tun. Dahinter steckt die Apothekerlobby. Ich wette was, ja.
Der Wasserhaushalt im Körper wird ganz, ganz minutiös reguliert. Und das ist für mich eins der faszinierendsten Organe der Menschen überhaupt. Und deswegen lassen wir uns mal kurz gucken, was tun eigentlich die Nieren? Und viele denken, ah, man muss einfach nur viel, viel trinken, dann schwemmt es irgendwas aus. Quatsch. Die Niere gibt sich unglaublich viel Mühe. Und zwar mit hohem Energieaufwand wirft sie alles raus, was sie nicht kennt an Schadstoffen. Und holt sich dann im Gegenzug nur noch das zurück, was es will. Das heißt, alle Elektrolyte, alle Schadstoffe werden rausgeschmissen und dann holt man sich das zurück, was man braucht. Warum treibt der Körper diesen riesen Energieaufwand? Weil nur so gewährleistet ist, dass auch Gifte ausgeschieden werden, die man vor der Evolution noch gar nicht kannte. Nur wasserlöslich müssen sie sein. Also immer nur mehr trinken bringt gar nichts, außer dass man seine Nieren überbeschäftigt. Es gibt sogar Marathonläufer, die sich mit Trinken in den Herztod getrunken haben, durch die Elektrolytinbalanz. Und das einfachste und billigste Testmittel ist, schauen Sie mal an, welche Farbe Ihr Urin hat. Wenn der halbwegs gelb ist und nicht so gelb wie hier, wir haben, das ist eine Testflüssigkeit, um Sie zu beruhigen, wie das in der Werbung immer heißt, dann ist alles in Ordnung. Wenn Sie es genauer wissen wollen, nehmen Sie einfach aus der Apotheke mal so einen Streifen, dann wissen Sie mehr. Ganz billig, ganz einfach. Und liebe Männer, ihr geht ja nicht zum Urologen. Und wenn der mal sagt, ich hätte gerne von Ihnen einen Mittelstrahlurin, muss ich mal kurz hier ein Missverständnis aus der Welt räumen. Mittelstrahl. Ich habe schon Männer erlebt im Krankenhaus, die haben ganz verzweifelt versucht, den rechten, den linken und den Mittelstrahl getrennt voneinander in dieses Becherchen zu... Irrtum. Irrtum, Irrtum. Der Mittelstrahl ist eine zeitliche, keine räumliche Bezeichnung, ja? Und vielleicht interessiert Sie auch, warum das so wichtig ist. Denn Urin ist eigentlich keimfrei. In der Harnröhre gibt es manchmal schon Keime. Das heißt, man muss erstmal ein bisschen pullern, damit da sozusagen der Weg frei ist. Und im Ende könnten Sedimente auch aus der Blase mitkommen. Die Weintrinker erkennen die Analogie. Am Anfang ist der Kork und am Ende die Kristalle. Deswegen Mittelstrahl. Ich habe viel Sympathie für alle Versuche in der Medizin, Dinge neu und anders zu machen. Aber was ich echt nie verstanden habe, sind diese Freaks mit der Eigenurintherapie, oder? Mit bierernstem Gesicht wird Pippi gesammelt und gegurgelt und getrunken und so ganz stolz gesagt, vom Erzeuger abgefüllt. Wenn ich eins gelernt habe in all den Jahren als Arzt, die Weisheit des Körpers zu respektieren, wenn die Nieren etwas ausscheiden wollen, ich glaube denen das. Die filtern, ungelogen, 180 Liter. 180 Liter Blut, jeden Tag, um alle Schadstoffe loszuwerden. Und dann kommt so ein Heilopa und sagt, oh, was für ein besonderer Saft, lass uns den oben gleich wieder reinkippen. Es ist anatomisch nicht korrekt, aber ich glaube, auch Nieren fühlen sich manchmal verarscht. Ja, um das Wasser wird tatsächlich allerhand Hokuspokus getrieben, oder? Da gibt's Wünschelroutengänger, die behaupten, dass sie mit ihrer Wünschelrute Wasseradern aufspüren können. Ja, jetzt frage ich mich, kann der auch mit seiner Wünschelrute nachweisen, ob Frauen Wasser in den Beinen haben? Ja? Was dem Wasser auch gerne angedichtet wird, ist sein phänomenales Gedächtnis. Zum Beispiel beim Granderwasser. Auch das ist leider, man muss es sagen, Bullshit. Ja? Wieso soll sich Wasser auch an irgendetwas erinnern? Das kriegen doch selbst intelligente Lebewesen nicht hin. Wasser kann zwar Informationen speichern, aber eben nicht sehr lange. Lediglich für die Fachleute etwa 50 Femtosekunden lang. 50 Femtosekunden, das ist sehr, sehr kurz. Ja, und deswegen hat Wasser zum Beispiel auch kein Abitur, weil es extrem schlecht lernt. Ja? Sie brauchen sich also nicht zu fürchten, dass sich das Wasser an Sie erinnert. Ja? Wenn Sie heute pinkeln und 3 Jahre später kommt das gereinigte Wasser dann als Soda auf Ihren Tisch, ja? Dann wird es nicht sagen, hallo, wir kennen uns doch. Ja? Vitalisierung, Energetisierung von Wasser ist Quatsch. Aber Energiegewinnung durch Wasser, das macht Sinn. Studentin Bianca Hauder hat eine Wassermühle besucht. Jeder, der schon mal gegen den Strom geschwommen ist, der weiß, wie viel Kraft eigentlich Wasser hat. Diese Wasserkraft wurde schon über Jahrhunderte hinweg ziemlich clever genutzt.
Mit Hilfe von solchen Wassermühlen. Und in Deutschland gibt es nicht mehr sehr, sehr viele, die in Betrieb sind. Hier im Kreis Lippe aber schon. Und wir gucken heute mal, wozu sich dieses Rad eigentlich noch dreht. Ja, das habe ich mir doch ein bisschen anders hier in der Mühle vorgestellt, vorher. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir betreiben derzeit hier ein Café. Kerstin Hoffmann, Sie sind die Inhaberin von der Mühle und ich darf Sie auch Hobbymüllerin nennen? So wie das Klischee sagt, so eine Müller-Zipfelmütze haben Sie aber nicht mehr. Nein, nein, die habe ich nicht mehr. Welche Bedeutung hatte die Mühle, die es hier heute gibt, früher? Und wie hat sich das entwickelt dann zu heute? Früher war es halt so, dass diese Mühle die einzigste im Umkreis war, wo halt die Bauern ihr Getreide herbrachten. Wow! Heute ist es natürlich etwas staubig, kann aber noch quasi in Gang gesetzt werden, da alles noch voll funktionstüchtig ist. Also Sie könnten, wenn Sie möchten, auch Ihr eigenes Mehl hier mahlen? Man könnte unten im Maschinenraum einen Hebel umlegen, jetzt mal ganz einfach gesagt, dann würde sich hier drinnen alles drehen und bewegen. Jetzt ist es ja so, das Mühlrad draußen läuft noch, das Wasser wird so schön umgeschlagen, aber die Mühle steht still. Wozu wird dann dieses Wasser noch gebraucht, was dort umgeschlagen wird? Dieses Wasser wird gebraucht. Draußen ist ein Generator angebracht, da wir unseren eigenen Strom damit erzeugen. Also wir betreiben mit dem Strom eine Kaffeemaschine, mahlen damit die Kaffeebohnen. Im übertragenen Sinne sind Sie dann doch wieder die Müllerin. Genau. Wie viel Kilowatt werden da erzeugt? Also im Winter ist es etwas mehr, da sind es um 20 Kilowatt, im Sommer zwischen 12 und 14. Sie haben ja dann quasi mit Ihrer Mühle hier schon eine Vorbildfunktion. Sie erzeugen grünen Strom. Kann ich das jetzt einfach auch machen zu Hause, wenn ich einen Bach vor der Tür habe und sage so, ich mache das jetzt auch? Nein, das geht leider nicht. Warum? Weil man in Deutschland dazu ein Wasserrecht braucht. Und dieses Wasserrecht haben wir in Verbindung mit der Mühle halt bekommen. Weil eine Mühle mit einem Wasserrad ohne Wasserrecht kann man leider das Wasserrad dann nicht betreiben. Und ja, das funktioniert dann nicht. Heißt eigentlich, die Sonne kann jeder nutzen, um Solarenergie zu erzeugen? Wassernutzung geht in Deutschland wirklich nur, wenn man es auf Papier hat und ein Wasserrecht besitzt. Bianca Hauder, meine Damen und Herren, unsere Außenreporterin. Spannend, oder? Ja, Wassermühlen gibt es nicht mehr, auch den passenden Müller dazu kaum mehr. Aber dafür entstehen auch wieder neue Berufe. Wissen Sie zum Beispiel, was ein Wassersommelier ist? Kannte ich auch noch nicht. Das ist derjenige, der in einem guten Restaurant die Wasserauswahlberatung für Sie übernimmt. Und wir haben an nichts gespart. Hier ist einer der Wasserkenner Deutschlands. Begrüßen Sie Wassersommelier Nummer 1, Arno Stegowald. Herzlich willkommen, Herr Stegowald. Guten Abend, danke schön. Darf ich einen Platz anbieten? Sie sehen ja so aus, als könnten Sie kein Wässerchen trüben. Trotzdem sind Sie einer der absoluten Wasserkenner und auch Weinkenner. Was ist das für ein Symbol, was Sie da am Revers haben? Ja, das ist eine Auszeichnung, die hat mit der Champagne zu tun. Ich bin Chevalier der Champagne und bin dort in der Bruderschaft vertreten. Das heißt, Ihre feine Zunge geht über das Wasser hinaus, aber Wasser soll uns heute erstmal beschäftigen. Sie haben uns mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Man denkt, Wasser ist Wasser, aber das ist natürlich ein Affront, wenn man mit Ihnen spricht. Tut es denn nicht auch so ein einfaches Wasser hier aus dem Discounter? Natürlich tut es das auch. Das füllt den Wasserhaushalt auf. Man sagt ja immer, Wasser schmeckt. Ich würde sagen, das können Sie belegen, Wasser schmeckt nicht, Wasser riecht nicht, Wasser schmeckt nicht, sondern es gibt eine Empfindung auf der Zunge. Und verschiedene Wässer aus verschiedenen Herkünften, ja. Wenn man nicht das Etikett liest, dann denkt man, das ist doch alles das Gleiche. Ja, einfach nur verschieden verpackt. Müsste man noch mal genauer drauf gucken. Und wenn man nämlich das Kleingedruckte liest, sieht man, dass zweimal das Gleiche aus unterschiedlicher Herkunft ist. Einmal mit Natrium und einmal ohne. Einmal für Babynahrung und einmal nicht. Nicht. Ganz genau. Das ist ja sehr verwirrend. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Mineralwasser und Tafelwasser, wenn es nicht nur ein Marketing-Gag ist? Also beim Mineralwasser müssen wir darauf achten, es ist amtlich zertifiziert. Und es kommt aus einer Quelle, die aus einem tiefen Ökosystem kommt, aus einem eigenen Ökosystem, das frei von
umwelt- und menschlichen Einflüssen ist. Das heißt, eigentlich ist es natürlich rein und sauber. Das ist das, was sozusagen wirklich eine Vergangenheit hat. Was ist Tafelwasser dagegen? Na, Tafelwasser, da kann jeder den Hahn aufdrehen, kann das Wasser reinigen, ähnlich wie die Stadtwerke, kann hinterher noch ein paar Pülverchen zusetzen, so wie wir es gerade mögen, ein bisschen Kohlensäure zusetzen. Also Tafelwasser ist eigentlich aufbereitetes Leitungswasser. Also auf gut Deutsch eine Verarschung? Eine teure Verarschung. Weil ich weiß sogar, dass große Konzerne das versucht haben, sagen mit Marken Tafelwasser, und man denkt, Tafelwasser, das klingt so nach Tischtuch und nach teuer, und es ist de facto einfach nur unser normales Leitungswasser mit ein bisschen Kohlensäure. Ja, so ist es. Wenn es dann eben nochmal nachgereinigt wurde, kann man im Prinzip jedes Grundwasser nehmen, das einmal durch Umkehrosmose oder durch andere Prozesse. Aber da habe ich zu Hause dieses Ding mit dem macht komische Geräusche, aber spart das Kistentragen. Spart das Kistentragen und ist wahrscheinlich preiswerter. Auf alle Fälle. Was ist denn jetzt zu halten hier von so deutschen Mineralwassern? Weil, mal ehrlich gesagt, wer was auf sich hält, der bestellt doch im Restaurant immer sowas wie San Pellegrino, was Italienisches oder was Französisches. Mal umgekehrt gefragt, bestellen denn die Franzosen, wenn die in ein teures Restaurant angehen, auch ein deutsches Mineralwasser? Also ich schätze, wenn Sie in Paris in ein teures Restaurant gehen, dann wird der Kellner Sie vielleicht hochkant rausschmeißen, wenn Sie ein deutsches Wasser bestellen. Das ist einfach... Warum vergöttern wir Wasser aus anderen Ländern, wo unser Wasser doch offensichtlich super ist? Wir sehen uns sehr weltmännisch und wir schmücken uns gerne mit anderen Federn. Ich glaube, das ist historisch bedingt, dass wir das toll finden, was andere haben. Und ja, das ist so ein bisschen... Sie haben was mitgebracht, das wirklich keiner in Deutschland bisher kannte, bis Sie anfingen, Wasserkarten sowie Weinkarten zu gestalten für große Hotelketten... Darf man sagen? Inzwischen sind Sie selbstständig, muss man auch sagen dürfen. Hier, diese Flasche, die kenne ich. Ich habe mein Jahr in England gelebt und das ist Englisch, oder? Das ist Englisch, ja. Das ist zum Beispiel das erste Wasser, was es tatsächlich als Luxuswasser auf die Tische der Edelrestaurants in London gebracht hat, weil die Flasche so schön war und hinterher hat es jeder Gast mitgenommen und als Blumenvase ins Wissen wir, ich habe mir die einmal geleistet, um da meine eine Blume der Woche reinzustellen. Es war wirklich so. Wir hatten ja nichts kurz nach dem Krieg. Sehr bedauerlich. Aber was haben Sie da noch mitgebracht? Was sind hier? Was ist das hier? Das ist zum Beispiel etwas aus Finnland. Da ist jetzt das sieht aber ehrlich gesagt nach so einer versteckten Wodka-Pulle aus, oder? So ist es auch gedacht. Die Flasche ist reines Marketing. Ja. Die Abfüllanlagen müssen umgestellt werden, die Flaschen müssen extra produziert werden. Das sind natürlich Riesenkosten. Ja. Aber da ist nichts anderes drin als natürliches Mineralwasser. Darf ich das aufmachen oder ist dann das Bierbudget überschritten? Darf ich mal probieren? Natürlich, ja gerne. Ich bin ja neugierig, ob ich da selber den Unterschied schmecken würde. Das hier sieht ja auch so nach Flachmann aus. Das ist Flachmann aus Elsass. Elsass? Oh, da merkt man den Sommelier. Er sagt nicht Elsass. Das war auch mal deutsch, junger Mann. Ja, ja. Aber das war vor Ihrer Zeit. Oh, brauche ich da... Aber wenn Sie was aus Ihrer Zeit möchten... Dann brauche ich jetzt einen Korkenzieher, um das aufzumachen. Oh. Das ist... Oh, das hört man. Das ist kein gewöhnliches Wasser. Oh, ich höre die Quelle mit mir kommunizieren. Nein, ernsthaft. Ich möchte mal wissen, würden Sie die auseinanderhalten, wenn ich die Gläser tausche? Die drei? Die drei? Wahrscheinlich. An der Farbe? Blind, meine ich. Mit Augen zu? Okay. Wir testen jetzt erstmal beide hier diesen... Wattwiller. Ja. Eine gute Frage, wenn man sich im Restaurant gegenüber sitzt. Zumindest die Frau fragt sich das meistens. Beide gucken die Speisekarte. Sie denkt, kann das ansetzen, er denkt, kann ich das absetzen. Und dann denkt sie, wat will er? Prost, oder Prost. Was sagt man beim Wasser? Prost, ja. Auch Prost? Ja, klar. Man darf auch, der Knigge sagt, man darf sich zuprosten. Ja? Ja, Wasser ist salonfähig. Und, man riecht, weil Wasser sollte keinen Geruch haben. Es gibt Wässer, die riechen. Dann wäre ich vorsichtig. Ja? Ja. Und achtet man jetzt auf den ersten Eindruck? Selbstverständlich. Boah. Ganz schön wässrig, oder? Ja. Also, ja. Also als Fachmann würde man das jetzt beschreiben, es ist relativ weich. Ja, aber was haben Sie für Ausdrücke dafür? Es ist relativ weich am Gaumen. Es strahlt eine Kühle am Gaumen aus, obwohl es die gleiche Temperatur wie die anderen Wässer hat. Ja. Und wenn Sie es schlucken, ist es relativ erfrischend neutral. Also es ist nicht bitter, es ist nicht salzig, es hat keinerlei Ecken und Kanten. Das ist und ein sehr weiches Wasser. Und wenn man vorher einen Kaugummi im Mund hatte, dann schmeckt es auch nach Minze. Dann schmeckt es auch ein bisschen nach Minze, ja. Und herzlichen Dank dafür, dass Sie uns die Augen geöffnet haben. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Ist das
Ja, kommen wir zu einem anderen Thema. Kann man übers Wasser laufen? Ja, diese Frage trennt Christen von Atheisten. Ja, und ich sage ganz klar, man kann übers Wasser laufen, wenn man es auf 0 Grad kühlt. Ja? Wenn es wärmer ist, muss man besonders schnell sein. Ja, je schneller etwas auf die Oberfläche des Wassers aufplatscht, umso fester wird aufgrund der Oberflächenspannung der Untergrund. Ja? Es gibt zum Beispiel Tiere, die so übers Wasser laufen. Heißen deswegen auch Wasserläufer. Logisch. Ja? Zum Beispiel bestimmte Echsen. Cool. Sieht so ein bisschen aus wie. Sieht so ein bisschen aus wie Pierre Littbarski. Kennt ihr noch jemand? Dieser Fußballer früher. Raten Sie mal, wie diese Echsen heißen. Ja, Jesus Christus-Echsen heißen die tatsächlich. Ja? Man hat ausgerechnet, ein erwachsener Mensch muss ca. 80 Sachen drauf haben, damit ihn das Wasser theoretisch trägt. Es gibt natürlich noch einen anderen Trick, auf Wasser zu laufen. Und da hat meine reizende Assistentin Valerie was vorbereitet. Das sieht ja lecker aus. Ja. So. Valerie, was hast du hier für eine leckere Suppe gemacht? Ich habe da was gezaubert. Das ist Maisstärke und Wasser im Verhältnis 1:1. Also ein Kilo Maisstärke und ein Liter Wasser. Okay. Das ist in Österreich das traditionelle Rezept für die Hochzeitssuppe. Gell? Und das ist jetzt ganz toll. Wenn man diesen Hammer, das ist ein echter Hammer, wenn man den ganz sanft reinlegt in dieses Wasser, dann sinkt er ganz normal ein, wie in normales Wasser. Genau, wie eine Flüssigkeit. Beim Rausziehen merkt man schon, es ist ein bisschen anders. Und dann, das ist super, wenn man den Hammer richtig fest draufschlägt, dann kommt er gar nicht durch. Nur wenn man es ganz langsam macht, dann sinkt er. Dann ist die Oberfläche anscheinend ganz anders. Und wenn man es schnell schlägt, kommt man nicht rein. Und das, ja? Ja? Super. Du, ich tue dir das nachher in die Mikrowelle, dann hast du was Warmes am Abend, gell? Ja, super. Ja, sehr gut. Fantastisch. Ja, Wasser ist Leben und Wasser hat eine sagenhafte Kraft auch. Ja, der Grand Canyon ist zum Beispiel einzig und alleine ein Berg des Flusses Colorado. Ja, Pflanzen zum Beispiel wie Löwenzahn oder Schachtelhalme kämpfen sich ja sogar durch Beton und Asphalt. Ja, nur mit der Kraft des Wassers. Ja, das ist die Rache der Natur am Straßenbauamt. Ja. Und wer am eigenen Leib erfahren will, welche Kraft Wasser besitzt, der muss bei einem kölschen Brauhaus nur einmal ein Wasser bitte bestellen. Ja. Überhaupt wird auch Wasser gerne als Waffe verwendet. Ja, der Schützenfisch zum Beispiel, der erlegt seine Beute mit einem Wasserstrahl. Ja. Und jetzt, da wir fast am Ende unserer Sendung angelangt sind, möchte ich Ihnen noch zeigen, wie man Wasser selber herstellen kann. Wir haben ja vorhin gesagt, Wasser besteht aus Sauerstoff und Wasserstoff. Valerie, könntest du mir mal bitte assistieren? Gern. So, wir haben hier... Was soll ich machen? Eine ganz normale Dose, da ist ein Loch oben. Und wir haben hier Wasserstoff. Hier. Und wir leiten mal den Wasserstoff in diese Dose Moment, rein. Ich mach das. Okay. Ja. Okay. So. Jetzt zünde ich oben den Wasserstoff an. So. Also gefährlich ist es zum Beispiel jetzt für mich nicht. Okay. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Der Wasserstoff verbrennt, dadurch kommt von unten Sauerstoff dazu. Und Sauerstoff und Wasserstoff bildet Knallgas. Achtung, jetzt wird es ein bisschen laut. Wahnsinn, oder? Und wenn man hier genau ranguckt, wenn man hier genau guckt, sieht man, dass die Innenseite tatsächlich feucht ist. Also es hat sich tatsächlich Wasser gebildet, plus ein bisschen Energie, pff, das
das knallt. Aber vielleicht hat die Dose auch nur einen Schreck gekriegt. Nein, so nass gemacht. Ja, ja. Hat sich jemand von Ihnen auch nass gemacht? Also ich habe nur diesen Knall gehört. Und, ja. und du hast dich nass gemacht. Alle in Ordnung, keine traumatisiert. Dann möchte ich auch noch ein kleines Experiment wagen. Denn wenn wir hier schon so viel über Wasser geredet haben, viele machen sich überhaupt nicht klar, dass die Art und Weise der Flüssigkeit entscheidend über ihren Kalorienhaushalt auch mitbestimmt. Zum Beispiel in einer ganz normalen Literflasche mit koffeinhaltiger Brause sind über 30 Stück Würfelzucker drin. Ja. Das wissen die wenigsten. Und Soll ich dir helfen? Nein. Weil ich könnte jetzt ich kriege die nicht aufgeschraubt, ich könnte jetzt einfach einen Becher trinken, aber es muss ja schnell gehen. Ich nehme einfach die ganze Flasche und Kinder, bitte probiert das nie zu Hause. Wenn ihr es probieren wollt, geht zu euren Nachbarn. Matching. Super. Meine Güte, aber ganz unter uns, das Schwierige an dem Trick ist gar nicht, die Flasche reinzubekommen. Muss ja auch wieder raus. Weil ist ja auch Pfand drauf. Und der Wasserhaushalt des Menschen ist damit hinreichend erklärt. Und ich hoffe, Sie haben alles bei sich behalten. Ich habe neulich eine kleine Umfrage gemacht. Wer von Ihnen, mal ganz ehrlich, jetzt, wir haben alles gegeben. Wer von Ihnen hat schon mal Hand hoch ins Schwimmbecken gepinkelt? Ja, das ist, wenn man öffentlich fragt, das wird nie was. Man muss die Leute anonym fragen. Ich habe neulich in meiner kleinen Männerrunde mal gefragt, wer von den Jungs eigentlich schon mal so in so ein Spülbecken gepinkelt hat, in der Not. Ja. Haben alle zugegeben. Also ich natürlich nicht, aber... Nein. Und weißt du, was die Jungs gesagt haben? Was ist denn dabei? Eine richtige Sau ist doch nur ein Mann, der vorher das Geschirr nicht rausnimmt. So. Ja. Ja. Also ich habe mich als Kind nie getraut, ins Schwimmbecken zu pinkeln. Nee, warum nicht? Nein. Meine Mutter hat immer gesagt, es gibt da eine Chemikalie und wenn du da reinpinkelst, verfärbt sich das Wasser dunkel. Und das du wirst ja sozusagen ertappt. Und ich habe das, geglaubt. Wer hier im Publikum glaubt das auch, dass das mit der Chemikalie, dass es sich verfärbt? Sehen Sie, das ist ein Mythos. Es ist Mythos. Stimmt, das ist Quatsch. Nicht. Das wurde erfunden von Müttern, die verhindern wollten, dass man reinpinkelt. Peinlich war es für meine Mutter dann trotzdem. Der Bademeister kam nämlich irgendwann mal an und sagte zu ihr, ihr Sohn pinkelt ins Wasser, ins Becken. Ja, und sie meinte, das tun doch alle. Da sagt der Bademeister, ja, aber nicht vom 3-Meter-Brett. Vince, um noch den Rest von wissenschaftlichem Anspruch dieser Sendung zu retten. Wasser ist für uns hoffentlich jetzt ein Thema, wo wir merken, wie gesegnet wir in Deutschland sind mit gutem, mit brillantem Leitungswasser und Mineralwässern. Denn weltweit hat eine ganze Milliarde Menschen überhaupt keinen Zugang zu sauberem Wasser. Über 2,6 Milliarden Menschen haben noch nicht mal sanitäre Einrichtungen. Also, wir sind in Deutschland wirklich wassertechnisch im Schlaraffenland. Ja. Wobei ich finde, so ein Dixi-Klo bei Rock am Ring verstößt auch schon gegen die Menschenwürde, muss man sagen. Naja, weißt du, was die größte Todesursache weltweit ist? Nein. Es ist nicht Malaria, es ist nicht AIDS, es sind Durchfallerkrankungen. Tatsächlich, ja. Daran sterben weltweit die meisten Menschen. Viel mehr als zum Beispiel durch HIV-Infektionen. Ja, das war's bei Ebert und Hirschhausen, der dritte Bildungsweg. Und jetzt gibt es Freibier! Just another break in a wall.